Autos und Bodyguards sind bereits reserviert. Barack und Michelle Obama wollen nämlich zum Live-Ball. Denn ein Insider einer deutschen Mietwagenfirma verrät gegenüber der Tageszeitung Österreich: Wir chauffieren bald die Obamas durch Wien. Offenbar will der ehemals mächtigste Mann der Welt gemeinsam mit seiner Frau am 10. Juni den Live-Ball besuchen. Nach einem Jahr Pause würde der 24. Live-Ball damit gleich mit einer ganz großen Sensation neu durchstarten. Ein Super-Coup für Live-Ball-Organisator Gary Kessler, der ja schon den Ex-Präsidenten Bill Clinton des Öfteren am Live-Ball begrüßen darf. Hallo Vienna. Als Vermittler fungieren soll diesmal Bundeskanzler Christian Kern. Noch gilt der Obama-Besuch als top secret, eine offizielle Bestätigung fehlt daher noch. Doch wie der deutsche Promi-Chauffeur verrät, sind für Obama und seine Gattin in Wien bereits ein Dutzend Bodyguards und mindestens 3 Mietwagen reserviert. Und das gleich für ganze 3 Tage, nämlich vom 9. bis 11. Juni. Als Quartier gibt es für die Obamas in Wien wohl nur eine Wahl, und zwar die Präsidentensuite im Hotel Imperial.